So, nächste Runde, neue Runde, neues Glück, wie so schön heißt. Wir, ja, machen mit dem großartigen Electricity weiter. Und ja, ich bin mal gespannt, was sich da bis jetzt so getan hat. Und auch ob ich das überhaupt so weit schaffe jetzt, diesmal. Bis zum nächsten Ziel in irgendwie annehmbarer Zeit. So, schauen wir direkt mal nach. Da. Sieht schon mal großartig aus. Gerade hier hinten die Verschmutzung da. Das fängt schon mal sehr gut an. Das ist dann das nächste Ziel. Was? Gibt es keine Meilensteine mehr? Ist Megalopolis, Metropole. Ist das mit 30.000 schon? Ich Also, okay. Gut, das heißt, ja, das heißt, wir spielen jetzt hier bis, es sind ja jetzt nur noch 29.000, das heißt, wir spielen jetzt bis 30.000. Da gibt es einen Güterbahnhof, das finde ich schon mal großartig. Güterbahnhöfe müssen einfach überall sein. Und hier gibt es auch einen Güterbahnhof, der keinen Müll wegbringen kann. Und dieser kann auch keinen Müll wegbringen. Da können wir aber vielleicht nochmal was gegen tun. Jetzt gucke ich mir erstmal, was zum Henker. Ja, wie gesagt, 30.000 ist jetzt das nächste Ziel. Weil, ne, hier 30.000, so habe ich es ja übernommen. Und jetzt sind es halt keine 30.000, also spielen wir wieder bis 30.000. Macht alles vollkommen Sinn. Ich gucke jetzt noch mal so ein bisschen, was jetzt hier sich noch getan hat. Wie konnte man, kann man hier noch irgendwie unterirdisch Straße oder so? Ah, ja. Okay. Das geht da lang, das geht da lang. Und das geht einfach mal unter allem durch. Hier ist totales. Was zum. Alter Schwede, wer war denn so maximal behindert? Ja, das wird gleich behoben. Pause. Muss jetzt mal wieder gucken, wie man City Skyline spielt. Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Da. So, Straßenverkehrsrichtung ist da entlang. Das heißt, wir wollen. Also, nichts gegen die Abfahrt. Die ist ja schön geworden. Aber, ganz ehrlich. Hier. Okay, kommen wir da irgendwie rein. So zum Beispiel. Und dann kann ich hier so. So. Oh Gott. Oh Gott. Das ging irgendwie. Ich meine, es ist ja genug Nachfrage da gewesen. Dann kann man halt auch die Ausfahrt mal ein bisschen übertreiben. Wie zum Beispiel so.
So, und alles neu arrangieren hier. Und zack, die Boeing. Schon flutscht der Verkehr, weil natürlich die Abfahrt einfach unendlich lang ist. So, und was ist hier? Hier ist ja auch so eine lange Ausfahrt, ne? So, und was kann man da? Alter, wer hat denn. Das kann man doch so nicht lassen. So, die kommen von da, das heißt. Eigentlich will man es eher so. Was? Nein. So haben, richtig. Funktioniert das? Ja, sehr schön. Ja, jetzt konnte ich das da schön stauen. Ich habe irgendwie Angst, dass es an einigen Stellen noch viel schlimmer aussieht als hier jetzt eben. Aber man muss ja sagen, Fruitopia funktioniert. Wow, okay, wer auch immer das gefixt hat. Ja. Das ist hier ist so viel passiert. Alter Schwede, was ist das denn jetzt hier? Mettenhof. Ach ja, Hochhäuser und so. Oh, wir haben 30.000 erreicht. Gut. Und dann würde ich mal sagen, ja, war's das für heute. Und wir hören auf. Wo hören wir denn auf? Bei einem Blick auf ja, das ist doch irgendwie schöne Aussicht. Hier mit dem Glitch dann noch durch. Das sieht auch gut aus. Ja, denn denke ich mal, geht jetzt das Safe Game an den nächsten. Und wir speichern hier nochmal eben. Raytrix 9. Zack. Denkst du uns? Raytrix Post Heinze. Speichern. Speichern. Verpacken. Und ja, das war's. Tschüss. Ja, das war jetzt eine sehr kurze Folge, würde ich es mal nennen. So, keine Ahnung, wie lange hat die jetzt gedauert? 10 Minuten? Viertelstunde? Irgendwie sowas um den Dreh. Und ja, mal gucken, das war die, wo ist die denn jetzt hin hier? Da. Ah, 7 Minuten tatsächlich nur. Ja, genau. Ja. Aber wieso? Wieso startet denn der City Skylines schon wieder? Ne. Ah, jetzt wird mein Spiel geladen. Lade, 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 lade. Lade, 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 lade. Tja, sieht wohl so aus, als wären wir jetzt doch gezwungen, noch weiter zu spielen. Denn irgendwie, ja, kam ich jetzt wohl. Hat sich mein Spiel einfach selbst wieder geladen. So, ist mir auch noch nie passiert, aber ja, dann spielen wir jetzt halt mal weiter. 30.000 haben wir jetzt. Neue Ziele gibt es nicht mehr. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich so eine Stunde vielleicht spielen. Was zum Henker ist das? Was ist das? Schließen beenden. Dann können wir wieder scheißern, obwohl. Nee, das ist ja Blödsinn. Da steht ja eine Müllverbrennungsanlage. Kann das Ding halt auch weg. So, wo war ich? Ach so, genau. Hier haben wir jetzt
Wir haben jetzt keine Ziele mehr. Das heißt, wir könnten jetzt entweder einfach alles vor die Wand fahren. Das wäre dann so der Arne-Style. Oder aber... Ja, wir spielen einfach mal so ein bisschen und spielen weiter und gucken mal, was noch so passiert. Gucken mal, ob wir hier so ein paar Brückenbaudebakel vielleicht beheben kann. Wobei das jetzt gar nicht mal so schlimm ist. Und das hier mit der Straße sieht auch ganz cool aus. Wir haben einen Hafen. Sehe ich ja jetzt gerade mal. Ich habe noch nie einen Hafen gebaut. Gucken, wie so ein Hafen funktioniert. Oh, eigentlich ganz cool. Schwab, schwab. Ja, das mit dem Container. Huch, habe ich hier mein Mikrofon verschoben. Mit dem Container abladen und dem Ablegen vom Hafen üben, glaube ich, nochmal. Aber so prinzipiell, glaube ich, funktioniert so schon der Schiffverkehr. Ja. Ja. So, als ein Ziel habe ich mir auf jeden Fall gesetzt, für dieses Mal spielen. Wir haben ja hier Neumünster. Und was wäre Neumünster ohne einen großartigen... Was zum Henker? Wer hat denn hier bitte... Wo ist meine Statue hin? Ah. Tschüss zu. So, ich lasse mich jetzt hier irgendwie heute ganz gut ablenken. Wo ist meine fucking Statue hin? Wir haben eine scheiß Statue abgerissen. Das finde ich uncool. Das wollte ich überhaupt nicht. So mache ich das wieder weg, ne? Genau. So. Ja, da bin ich ja echt empört. Ne, war meine Statue platt. Gut, dafür gibt's halt jetzt was ähnlich Schönes wie die Statuen, nämlich einen schönen, wo ist er? Bahnhof für Neumünster. Muss ich mal eben gucken. Das sieht noch gut aus. Das wollte ich nicht anklicken. Ja, Neumünster. Wo liegen denn hier die Bahnschienen, dass wir da mal irgendwie andocken können? Sind das die Bahnschienen? Ja. Die gehen da einmal drunter durch. Da teilt sich das dann. Gut, aber... Ist ja alles schön gut, aber das ist, muss ja, ne, in gewisser Manier. Da laufen ja die Zuglinien nicht unterirdisch, so wie das in... zum Beispiel der großartigen Stadt Kaltenkirchen der Fall ist, sondern es läuft ja alles durch die Stadt. Deswegen werden wir das hier auch so machen. Und ich sehe gerade, die Tür geht auf und meine Frau wirft mir lüsterne Blicke zu und die Tür geht wieder zu, sie geht wieder zu. Schade. Gut, dann kann ich wenigstens weiterspielen. Genau, ich wollte jetzt einen Bahnhof bauen für Neumünster. Wo bauen wir den am besten mal hin? Wo ist denn überall Neumünster? Neumünster ist schon recht groß. Dann, ich bin echt versucht, den einfach hier mit rein zu klatschen. Das ist alles Wohngebiet. Da macht sich dann so ein Bahnhof super drin. Wir machen das einfach mal direkt. Also, das weg und das weg. Das hier sowieso. Das sind hier wieder die Heinze-Bauweisen. So. Das kann auch alles in den Müll, das braucht auch kein Mensch. So. So, und schon haben wir hier so eine richtig schön ebene Fläche. Ich schmeiß jetzt einfach alles weg. So. Komm. So, was denn? Wo man so einen schönen Bahnhof einfach mal hinpflanzen kann. Ne? Genau. Bahnhof, Personenbahnhof. Ich will gucken, dass wir den auch so ein bisschen platzieren.
zum Beispiel. Ja, ich denke mal hier. Da sehe ich doch auch schon die ganzen fröhlichen Gesichter. Oh. Gut. Haben wir das geklärt? Buslinie ist auch da. Dann würde ich mal sagen, weiter geht's. Das ist ja. Zuglinien, jetzt machen wir das kurz. Ach. So. Zug. Zug, Zug, Zug. Ja, wie gesagt, ne? In Dingsmanier müssen wir eigentlich hier raus und dann irgendwie da unten ran. Ja, das ist doch, glaube ich, ein Plan. So, wenn wir da irgendwie rüberkommen. So, Kurve. Zack. Ach so, man muss. Man merkt, ich habe lange nicht mehr dieses Spiel gespielt. Aber so. Man könnte ja zum Beispiel sowas machen wie das Blas. Boah, das sieht. Okay, direkt. Durchfall, wenn ich das sehe. So kann man das doch machen. Das ist auch okay. Ja. Ja, da bin ich, glaube ich, nicht zufrieden. Boing. So, das Mikrofon ein bisschen richten hier. Was war das, ein Frosch? Ich habe irgendwas gehört. Ja, schön. Das ist dann hier. Nur Münster Hauptbahnhof. Großartig. Großartig. So. Dann brauchen wir noch sowas wie. Was ist denn hier? Dieses Ding hier. So. Ah, so kann man das machen. Und den hier hängt wohl doch der andere. Hä? Was soll ich sagen? Eine Kurve bauen wir aus. So. Alles bereits gelegt. So, machen wir es so. Oh, ist okay.
So, aber um den Münster, also um den Bahnhof und den Münster herum sind natürlich keine Wohngebäude, sondern, wie sich da schon gehört, da ist halt so, ne, wo man so ein bisschen ein paar Kleinigkeiten kaufen, sind so ein paar Sexshops in der Nähe. So, und dann, achso, das, ja. Ich glaube, da möchte ich tatsächlich, kann ich hier so direkt in den Berg? Wie sieht das jetzt aus? Das sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Oh, cool. So, die... Und dann die, und dann hier, und das bringt nicht so viel. Das daran. Kommen wir da nicht ran? Warum kommen wir da nicht ran? Ach so, weil... Was haben wir denn hier? Drüber müssen, ne? Oh boy. Zack. Gefährdet zu steuern. Das ist schon, lass mich mal in Ruhe mit deinem Scheiß. Schon eine Herausforderung, da anzudocken. Und das würde ich eigentlich ganz gerne. Dockt das da jetzt an? Sieht mir noch nicht so aus, aber... Doch, tatsächlich. Okay, nice. Gut. So, dann haben wir jetzt hier einen. Und wo gehen jetzt diese bescheuerten Bahnlinien lang? Transport. Nach da hinten. Und gehen die echt nur nach da und nach da? Was ist das hier noch? Das ist eine U-Bahn? Wow, das ist eine U-Bahn mit zwei. Ja. Gut. Wo kommt denn der nächste Bahnhof hin? Was ist das hier? Ist das Wohnung? Das ist Wohnung. Boah. Dann klatschen wir hier direkt den nächsten Bahnhof hin. So, wow. Ich muss erstmal hier drauf klarkommen. Was zum... Was ist das hier? Alles. Das ist das Problem, wenn man nicht selber baut. Man hat überhaupt keine Ahnung, was wohin ist und was hier mit irgendwas verbunden ist. So. Gut, das ist einfach nur Wohnviertel.
Wohnviertel mit so einem Park. Und dann kommt hier wäre gut. Was ist das hier? Ist das auch Wohnviertel oder ist das? Ja, das ist kommerzial. Wie ist das? Alter, das wollte ich gar nicht. Schule. Ja, wenn man keine Ahnung hat, kann man halt auch einfach mal zwei Oberschulen bauen. Alles kein Problem. Weg damit. Das Ding. Das. Schieben wir ein bisschen hier rüber. So. Strom kommt immer noch an. Und jetzt passt hier nämlich super hin. Der Bahnhof nicht. Falsch. Wie hier hin? Setzen was zum Henker. Alter! Ja, das war auch mehr als intelligent. Klopfe ich mir bei Gelegenheit mal selber auf die Schulter. So. So, welche Grundschule möchte nicht direkt neben einem Bahnhof sein? So, wo wollen wir ganz hin? Wir wollen vielleicht da einfach ran oder hier. Eigentlich könnte man da direkt ran, weil so groß ist der Stau noch gar nicht. So. So, wir wollen dann da am Nahrungsgebiet vorbei. Dann wollen wir einmal hier längs. Geradeaus hier drunter durch. Geradeaus hier drunter durch. Hier wieder hoch. Da gibt es noch keine schöne Lösung für, ne? Das ist immer noch dieses Hoppla-Hopp. Die dann früher. Keine Ahnung, wer das. Ob das noch irgendjemand kennt hier. So Brio-Eisenbahn. Da sah das immer genauso behindert aus. So. Kommen wir. Hier direkt hinter durch. Fast. Zack. Kurve. Nee, eigentlich möchte ich. Wo ist er hier gerade? Da.
Hier so, ne? Genau. So. So, dann komme ich wieder raus. So. Komme ich wieder raus. Gerade auch mit den Tunneln macht das das halt alles mega unübersichtlich mittlerweile. Da geht schon wieder eine Tür. Kann ich hier irgendwie in den Berg? Klapper, klapper, klapper. So. Und dann. Einmal hier komplett runter durch. Wo soll denn hier wieder? Gerade da. So. Einmal hier komplett runter durch. Zack. Und. Ne, so nicht. Aber so. Ah, das ist noch nicht ganz so cool. Ich kann mir das gerade vorstellen. So. So. Zack. Linien bauen. Von hier nach Good Old Neumünster. Habe ich. Hä? Bin ich jetzt bescheuert? So. Oh ja, bin ich tatsächlich. Ja, sehr gut gemacht. Ja. Das beheben wir dann nochmal ganz schnell. Und das auch. Und dann wollen wir. Hier. So. Achso. Ja. Das ist alles Bullshit. Da kommen wir so noch nicht ran. Weil das Gefälle zu steil ist. Hier ging das doch eben irgendwo. Das geht, aber das finde ich uncool. Das muss man irgendwie anders gehen. Ich glaube, wir verschieben dieses Order Timer. So nach. Und hier drüben. So. Ich sehe gerade massive Nachfrage an Industrie.
wäre auch zu schön gewesen. Aber vielleicht kommen wir da irgendwie so direkt dran. Halt. Wie zum Beispiel. Nein. Das dürfen wir nicht. So. Ja, meinetwegen. So, haltestellenmäßig. Genau. Hat das jetzt funktioniert? Das sieht auch sehr gut aus. So. Und dann konnte man noch hier irgendwo wieder in dieser Linienmüll. Linien, war das die Linien? Nee. Doch. Fast. Linienfarbe. Zack. Fertig. Und da fahren auch schon die ersten Züge. Wie sich das gehört, fährt hier der Regional Express lang. Der gute Doppelstockwagen. RB. Was? RB 143 B-Level. Ja, solange das B-Level nicht über 9000 ist, alles okay. Gut, Gebäude ist abgebrannt, das ist auch gut. Gibt es hier hinten eigentlich noch, das ist schön, dass die Felder so pissgelb sind. Wo ist hier eigentlich die Retrix Farm? Hin. Ist das die? Nee. Schwein, Farm der Tiere. Kuh. Schwein. Ja. Oh. Wahrscheinlich. Wow. Wahrscheinlich irgendwie spontane Selbstentzündung oder sowas. So, es ist Nachfrage nach Industrie. Aber Industrie ist ja auch sowas hier. Und Abendbrotviertel. Abendbrotviertel vor allem. Was sagt denn hier? Wo sind denn hier unsere Bildungsniveaus? Bildungslöcher, außer Neumünster. Oberschule. Grundschule, Oberschule, Universität, alles gegeben. Was ist Byronien bitte? Und wo kommen die Leute? Ich dachte im ersten Moment, das wäre hier Fußgänger. Kommen die Leute, wie funktioniert Byronien bitte? Ah. Mit der guten alten Bergbahn funktioniert Byronien. Alles klar. Ja, beste Lage mit Müllverbrennungsanlage. Das tut die. Irgendwie vermisse ich so ein bisschen diese Nachfrage nach. Wer ist denn der Shit? So, Nachfrage nach. Was ist ich denn? Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Utopia könnte auch noch einen Güterbahnhof bekommen, eigentlich, wenn ich mir das mal so ansehe.
Da, Güterbahnhof. Einfach mal so. Wow. So hier oder dann doch lieber hier? Ja, wahrscheinlich eigentlich doch lieber hier oder doch hier oben. Oder doch hier. Man weiß es noch nicht so genau. Ich würde fast eher sagen, hier wo es brennt. So, zack. Und dann kann man nämlich so einen Schritt machen wie... sowas. Genau. Achso, das geht ja natürlich wieder nicht. Nope. Ach. Sollte, glaube ich, gar nicht erst anfangen mit sowas. Das mit den Tunneln ist schon gar nicht so einfach irgendwie. Aber man kann zum Beispiel sowas hier machen. Ja, noch ein Tipp weiter, ne? Ungefähr hier. Genau, so. Das ist doch schön. Und jetzt können hier schön die Güterzüge ein- und ausbrettern. Ich kann das Utopia vielleicht sogar noch ein bisschen erweitern. Was sagen wir denn hier? Oh ja. Ja, ist ja gut. Ich hab's ja gehört. Ich könnte jetzt noch mal so ein... Zack. Und dann machen wir hier runterziehen. So ist hier ungefähr. Und dann hier nochmal so. Zack. Zack. Und dann. Zwischen wir irgendwo ein. Klappspaten die Strommasten gelegt. So, weg mit dem ganzen Schiffer. Zack. Dann müssen wir wahrscheinlich das Gebiet hier noch ein bisschen erweitern. So, ungefähr bis hier. Genau. Dann können wir hier noch ein Dingsgebiete setzen. So. Aber schon mal der Spielplatz hier ist absolut notwendig und effektiv. Ich finde Byronien echt sehr schön.
Diese Sanduhr hier. Ach, das ist. Ach so. Was ist das? Das ist alles Büro, ne? Ja. So. Einkaufsgedöns und so. Mettenhof ist sehr schön geworden. Muss ich wirklich mal sagen. Mettenhof ist. Gefällt mir, würde ich sofort einziehen. So wie ich meine Mitspieler kenne, wohne ich hier garantiert auch schon irgendwo. Wo das eigentlich keinen Sinn macht. Meine Heimat ist ja eher so. Da hinten. Aber oh, wo Mettenhof in meiner Heimat da hinten? Oh, jetzt kann das ab. Genau. Das wollte ich damit nämlich auch sagen. Zack. Könnte nämlich tatsächlich hier oben noch einen Bahnhof hinklatschen. So, so einen fliegenden Bahnhof, so hier so. Da an die Ecke. Ja, vielleicht schon wieder ein Ziel. Ja. Wow. Das ist ein bisschen so. Ich sag da nichts zu. Ja, ja, Electricity wächst und gedeiht. Ist das irgendwas, was man wirklich immer aktiv tun kann? Ich nehme zum Beispiel nochmal so ein. Was ist das? Eine Arztpraxis hinpflanzen. Ja, doch nicht, da oben ist eigentlich eine. Da muss ich nichts anstellen. Die Rundin hat sogar eine Arztpraxis. Wie sich das für ein ordentliches Berufsverlauf gehört. Nö. Nö, ist auch überall okay. Gesundheit haben wir eben schon gesagt, das ist mir egal. Feuer. Feuersicherheit. Können wir tatsächlich hier nochmal irgendwie so da verbessern? Und so hier so verbessern. Und Metten. Ach so, der Mettenhof ist auch super schlau designt. Zack. Feuerwehr, Polizia. Sein, hier ist alles super. Bildung. 8% Ungebildete nur. Ja. Das ist doch schon mal. Achso, das bezieht sich jetzt wahrscheinlich auf die Grundschulen, oder? Wie kann ich denn hier nur. Achso, wir sind zwischen die anderen Schulen kommen. 8%, 8%. Nö, das ist wahrscheinlich alle zusammen. Ja, ist doch super. Das ist irgendwas anderes, das ist auch noch irgendwas anderes. Einzigartige Gebäude. Verkehr, können wir denn am Verkehr irgendwas machen? Ich sehe hier ziemlich viel roten Shit. Whoops. Where? Schreibtischbein. Das sieht aber noch nicht so schlimm aus. Der Kreisverkehr. Das hier ist halt Shit. Das ist. Oh, wow. Wow. Mega wow. Wo wollen die denn alle bitte hin? Die wollen alle hier rauf und dann. Da wieder rein.
Und dann da wieder rein. In den Fichtenplatz. Das ist hier so ein Park. Also was man halt machen könnte, wäre den Anschluss hier halt noch. Oh, das ist halt echt ein bisschen dolle. Und das auch. Hier so. Von hier kommend. Ich müsste der hier direkt in der Mitte rauskommen. Friedhof ist leer. Ach Mensch. Ach so, wegen der Müllverbrennungsanlage hier neben dran. Gut, dann stampfen wir nochmal ein. Ich glaube, ich mache das tatsächlich. Ich schnappe mir hier mal dieses Teil hier. Ich habe das hier ein bisschen. Ja, was ist denn hier so? Kann ich das nochmal verschieben? Ja, einfach so. Und dann holen wir den hier. Wo kommt? Das ist der, ne? Ja. Hier ist das schon drunter. Oh. Ja, da kann ich auch drücken, wie ich will. Ja, genau. So. Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch einmal darunter gehen. So, und? Wie kriegen wir den da am besten? Und eigentlich, ich mache mal kurz Pause. Müsste man sowas machen wie den weg. Den hier lang, genau. Fast. Kann ich jetzt wieder an diese Straße ran?
So. Jetzt haben wir nämlich hier nur noch den. Genau, wenn wir da jetzt runtergehen, haben wir da nur noch den Abzweiger. So, können wir den hier eigentlich trotzdem noch da lassen. Den sollen wir trotzdem noch da lang fahren, aber halt auch da rumfahren. So, gucken, was jetzt passiert. Achso, vielleicht möchte ich auch wirklich unterirdisch mal gucken. Ja, sieht doch gar nicht mal so scheiße aus. Das schaut sich jeden halt auch nicht mehr so mega zwar da immer noch. Und hier, da ist sowieso Hauptumweiz verloren. Das ist ja halt einfach. Das sind einfach so. Weil es bringt zwar nichts aus, dass sie da jetzt schneller rumfahren, aber. Okay, whatever. Da fehlt irgendwie noch ein Steuerwagen, wenn ich den irgendwie noch nachträglich da mal ankriege. Verkehr, genau. Verkehr, hier ist. Oh, war es okay. Hier. Jetzt steht die hier und wartet. Achso, wir warten da. Da drauf. Da ist doch alles okay. So, das ist mir egal. Ja, das fehlt eigentlich nur noch. Hier ist halt total Basanga. Das ist eine Autobahn. Können wir da so eine Straße draus machen, ohne Probleme? Nee. Jetzt ist da hinten Fußgängerübergänge. Vorne halt auch nur das als Autobahn machen. Nicht. Das Autobahn wahrscheinlich schon echt. Ja, Kabelsalat. Die beste Lösung. Muss mein Mikrofon schon wieder ein. So. Verkehr. So. Hier geradeaus rüber ist halt noch totales Chaos. Das ist die schwierige Straße mit Bäumen. Fast. Oh. Fast. Richtig. Das weg. Ihr freut euch nicht lange. Denn hier kommt direkt wieder Straße hin. So, ja. Die Oberspiele kommt mal ganz kurz irgendwie hier hinten hin. Und hier nochmal die Straße ein bisschen upgraden können. Goddammit. Von Schule. So. Noch einmal
upgraden. Ich lasse sie nicht von den Grundstellungen verhängen. Aber ja. So, ja, ihr kriegt halt das Pen in den Augen. Grundschule. So. Das ist hier natürlich alles. Was ist denn hier das Flächenscheiß-Tool? Flächenscheiß-Tool. Einmal schön eine Fläche voll scheißen. So, da können wir nichts mehr retten. Jo, yes. Kann man da nicht noch was machen? Außer im Kreisverkehr. Euch ist auch nicht mehr zu helfen. Dieser Linksverkehr macht mich fertig. Wo wollen denn die alle hin? Die wollen alle nur links rum? Macht das überhaupt Sinn? Jetzt sagt er nicht meine Uhr. Oh, eine gute Stunde gespielt. Denke ich mal. Jetzt, ja, diese Stunde. Ungefähr hin. Wow. Was machen wir denn hier? Die fahren alle links rum oder geradeaus. Dieses System ist halt wirklich noch nicht so richtig ausgereift einfach. Da machen wir auch nochmal Folgendes. Dann fällt das nochmal alles ein, auch wenn ich das jetzt ganz schön gemacht habe und mir selber hier gerade währenddessen einen runterhole. Wo ist denn der Shit? Da. So. Oh, es war ein Herz fast. Und zwar. Das jetzt so. Zack. Oh. Das ist ja hässlich. So. Und dann haben wir den jetzt auch einfach hier noch so mit rein. So. Und dann habe ich jetzt einfach mal die Hoffnung, dass, zack, die Fahrzeuge sich einfach früher richtig einordnen. Und sich dann gleich auch richtig hin bewegen. Und wir haben irgendwie kaum Bewohnerzuwachs, was aber auch kein Wunder ist, weil wir halt kaum Häuser gebaut haben. So. Aber abgesehen von diesen paar Idioten sind garantiert alles Klöner. Vielleicht sollte man auch mal so ein bisschen den öffentlichen Nahverkehr noch so ein bisschen ausbauen. Da habe ich ja richtig Bock zu, ne? Aber. Tja. Also irgendwie
Hier wollen einfach viel zu viele Leute rein. Jetzt steht hier die Statue des Vorstandes. So, so. Also das ist halt echt noch nicht cool. Aber da auch schon wieder so einen riesigen Kreisverkehr hinzubauen, ist halt auch nicht geil. Was staut sich hier? Ach so. Wir wollen einfach schön durch die Stadt brettern. Ach so, die wollen wahrscheinlich hier hinten, ne? Ins andere Brett, ja. Weil sie von hier nicht dahin kommen. Richtig, genau, dann müssen sie... Oh Gott. Aber man könnte ja... wirklich sowas bauen. Zack. So, jetzt müssen die LKWs zumindest noch mal durch die Stadt kriegen. Vorausgesetzt, es funktioniert. So wie ich mir das denke. Das ist halt wirklich nicht cool. Ja, eigentlich wird es echt noch Zeit für so ein bisschen Nahverkehr. So, U-Bahn, Busse, all der Schissel. Aber... ja, weiß ich nicht. Mal gucken. Ich da morgen ransetze. Ich meine, ich habe ja kaum was gemacht, außer dass ich hier einen Bahnhof gebaut habe und noch einen Bahnhof gebaut habe und eine Bahnlinie gezogen habe. Da habe ich ja so wie nichts eigentlich gebaut. Das hier ist das Wasserwaschmittel. Das ist schon krass. Da fehlt halt auch so ein bisschen Übersicht irgendwie. Von wo die ganzen Leute halt herkommen, finde ich so ein bisschen. So, und wo sie halt hinwollen. Irgendwie... ich glaube, ich breche das hier heute erstmal ab.
So. Und muss, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen City Skylines üben. Ja. Das machen wir, glaube ich, so. Dann. Ja, gucken wir uns nochmal hier den Bahnhof Neumünster an. Der schöne Bahnhof Neumünster, bediente Passagiere 153. 150. Ist zwar nicht so viel, aber das kommt, denke ich mal, sobald wir irgendwie ein bisschen mehr. Ne? Und so bauen. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, wir speichern. Hier Raytricity Post Heinzel. Wird der jetzt Post Fornals und mein Rechner verbrennt, glaube ich, gerade. Forn Holzu. Weil es hier einfach unmenschlich warm ist. Ja, speichern. Und ja. Von den 100, Quatsch, von den 3500, die wir zwischendurch hatten, sind es jetzt noch 2300. Die Resten stehen wahrscheinlich irgendwo, sind wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause gestorben oder so. Das sieht auch sehr komisch aus. Ja, denn. Na, es fahren auch noch diese Züge. Okay. Das ist interessant zu sehen. Das waren nicht nur die, sondern es waren auch noch die. Cool. Ja, wie gesagt, ich werde noch ein bisschen City Skylines erstmal üben wieder. Und dann. Schiffe beobachten! Schiffe beobachten! No! No! Oh mein Gott! Es nimmt Fahrt auf! Wir kollidieren! Ja! Klatsch! So, Ende. Tschüss!